Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute haben wir natürlich wieder übliche Manie, einen Produkttest. Was genau? Nach dem Trailer. So, da sind wir wieder. Ihr könnt mir auch mal sagen, ob das mit der Kameraeinstellung so für euch besser ist. Also, ihr müsst mich ja nicht immer sehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, hol ich die Kamera ein bisschen ran. Weil ich habe auch keinen Kameramann, noch nicht. So, und zwar haben wir wieder Energy-Dosen, diesmal vom Aldi. Ja, und habe mir gedacht, komm, sind drei verschiedene. Machen wir da ein Video drüber. Und zwar haben wir hier Flying Power, und zwar in der Geschmacksrichtung Wassermelone. Ja. Können wir mal probieren. So. Von der Farbe her, rot, ja, pink. Ja, geschmacklich können wir mal gucken. Ja, kann man machen. Schmeckt ganz lecker. Leicht sauer, aber es geht. So, und dann auch wieder für Flying Power, und zwar Apfel. Ich vermute mal, das wird jetzt eine saure Geschichte werden. Ja. So ein bisschen Gold, transparent, geschmacklich. Wie ich schon gedacht habe, schmeckt wie saurer Apfel. Ja, okay. Wie sieht es eigentlich kalorienmäßig aus? Also die Dose hier, ich weiß nicht, kann man es sehen, ja. Die Dose hat 845, die mit dem Apfel 1235. Und das nächste, was ist das hier? Raspberry. Da hat schon 1225. So. Das probieren wir, also ist jetzt Himbeere, können wir ja mal ausprobieren. Ja. Gucken. Upp. Also Art Pink. Ja, riecht nach Brause. Ja, geschmacklich, nee. Geschmacklich ist das nicht so der Brüller. Also. Mein Favorit von den drei. Tata! Jetzt gedacht, Wassermelone. Ne, Wassermelone ist gut. Hier könnte man auch so einen Schuss Wodka reintun, auch wenn man es nicht soll. Aber mit einem Schuss Wodka, eiskalt, mega geiles Getränk. Kann man machen. So, alle Leute, die mich jetzt abonnieren. Nicht vergessen, ihr bekommt was von mir geschenkt. Und zwar per E-Mail bekommt ihr ein geiles E-Book. Und ja, es lohnt sich. Das war's leider schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.